Ah, jetzt muss ich erstmal meine Uhren anlegen hier, das ist ja so. Oh, die Kamera läuft schon, Freunde. Jetzt habt ihr mich aber wieder eiskalt erwischt. Aber es liegt daran, Martinachen ist im Bundestag. Ja, Martinachen ist im Bundestag. Ich hätte dann gerne die gelbe. Ja. Und die geht mir ein wenig im wahrsten Sinne des Wortes zur Hand, ja, Freunde. Ich bin hier der Facility Manager und ich bin hier dafür zuständig, das alles für euch einzuordnen, was an tollen Dingen so passieren tut in der Welt. Und ich wäre nicht Robert Götz Matuszewski, wenn ich nicht auch heute wunderschöne Nachrichten. Wunderschöne Nachrichten hätte aus dem besten Bundland aller Zeiten. Aber zuvorderst möchte ich mich erstmal herzlichst bedanken bei Herbert. Herbert hat mir dieses Buch zugesandt. Ich werde es studieren tun. Es ist ja eigentlich, meine Frau Martina ist ja so ein großer Elvis Presley-Fan, aber ich gewöhne mich auch langsam an ihn. Ich werde es lesen. Danke, Herbert. Und jetzt kommen wir zu Bettina. Bettina hat mir einen ganz tollen Brief geschrieben. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommt das, Freunde, hier. Ich habe sie. Diese spezielle Mütze, eine neue Dienstmütze für besondere Einsätze. Bettina, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber damit nicht genug. Bettina hat mich zudem ausgezeichnet. Ja, es sind noch einige Abzeichen hinzugekommen. Ich würde mal sagen, ich habe sie mir verdient, oder? Ha! Ja, wir sind natürlich hier nicht einfach nur so dafür Nachrichten, sondern wir sind auch auf der spirituellen Seite. Und die spirituelle Seite bedeutet diese Schatulle, die ich auch von einem sehr, sehr lieben Zuschauer gesendet bekommen habe. Die sagt uns, ob alles gut wird. Wir werden nachher das Orakel befragen. Und jetzt starten wir durch mit den Freitagsnachrichten. Ich habe gestern gesagt, es ist Freitag, aber eigentlich ist es gestern gar nicht Freitag gewesen, sondern Donnerstag. Aber der Robert Götz Matuszewski ist seiner Zeit eben immer voraus. Die Weltwoche sagt, die Universität Bonn stellt Tampons und Binden gratis zur Verfügung für Studentinnen und Studenten. Denn auch männliche Studierende menstruieren. Böse Zungen sagen, nein, das Wort heißt onanieren, nicht menstruieren. Aber gut, sind böse Zungen, ja. Irgendwas mit ihren Händen. Was lachst du denn da, Martina? Gut. Es gibt in Deutschland ca. 108 gemeldete Transpersonen. Ganz ehrlich, warum muss sich ein ganzes Land für diese verschwindend kleine Minderheit beugen? Minderheit, das sind so Worte. 108 Transgender, ich meine, das ist eigentlich schon die Mehrheit, ja? So, also hier, dann sagt Julian Reichelt, ganz böser rechtsstaatlicher Ex-Chef von der Bild, unsere Politik beschäftigt sich mit Gendern und anderen Themen, die keinen Menschen interessieren und bemerkt nicht, dass währenddessen Duisburg erfolgreich die Stadt in Beirut verwandelt wurde. Ich habe da ein kleines Video vorbereitet, das werde ich auf Telegram stellen. Ja, da gab es eine kleine Schießerei, einige Dutzend Schüsse fielen. Ja, zwei Banden haben sich bekriegt, aber ist doch nochmal gut gegangen. Also Beirut, das sind so Worte. Dann gibt es am 9.5. in Döbeln um 18.30 am Niedermarkt eine Demonstration, da geht ihr auf gar keinen Fall hin. Kriegstreiber, Ampel muss weg, Regierung regiert gegen das Volk, Widerstand wird zur Pflicht, Kundgebung. Sachsen wieder, also Freunde. Ja, und der Herr Zelensky lädt Scholz und Steinmeier nach Kiew ein. Also was ist passiert? Zelensky hat ja gesagt, Steinmeier will ich nicht sehen. Steinmeier hat den Schwanz, er hat gesagt, nein, eingekniffen. Er hat gesagt, ich komme nicht. Gut, dann gehe ich halt nicht. So, ja, dann eben nicht. Dann überweise ich das Geld einfach so, ohne hinzufliegen. Jetzt hat aber Friedrich Merz, ja, der Schattenkanzler, der war da und hat gesagt, ja, ich habe überlegt, ich wollte ins Ahrtal. Und dann habe ich gedacht, nee, Ahrtal, dann ist misslich, da ist so viel Leid und Elend, da fliege ich lieber nach Kiew. Und ist dann also lieber nach Kiew geflogen, statt ins Ahrtal. Und in Kiew hat er dann gesagt, okay, könnt ihr nicht doch mit dem Steinmeier reden, der ist ein bisschen traurig. Walla, walla, inshallah. Ja, und dann haben die gesagt, na gut, dann kann der Steinmeier jetzt doch kommen. Und Scholz kann auch kommen. Also ist doch alles nochmal gut gegangen. Internes Papier aus Innenministerium empfahl, den Deutschen Corona Angst zu machen. Ja, Angst machen, Freunde. Das sind so Worte. Österreich warnt Deutschland vor Gasembargo. Wir werden es nicht durchhalten. Also dann überlasst mal uns, was wir durchhalten und was nicht. Wir haben schon ganz andere Sachen nicht durchgehalten. Dann hier. Krautreporter. Eine Generation junger Männer definiert Männlichkeit neu. Das ist nicht nur ein Abschied von toxischer Männlichkeit, sondern auch super sexy. So, wenn ihr was trinkt, kurz abstellen. Freunde, das ist super sexy. Da muss ich doch erstmal ein Schlückchen ins Wasser trinken auf den Schreck.
Wenn ich so rumlaufen würde, dann würde meine Frau sagen, Robert Götz, du schläfst vor der Tür. So, Friedrich Merz, eben gerade zitiert, guter Mann, hat gesagt wörtlich, er hat es wörtlich gesagt, habe keine Angst vor Atomkrieg. Schön, also er hat keine Angst, ja. Böse Zungen sagen, ja klar, weil du einen Atombunker hast außerhalb des Landes, wo du unterkriegst. Aber sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Dann haben wir hier, ich bin Präsident Zelensky sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist. Der Weg ist frei für persönliche Begegnung des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers mit Präsident Zelensky. Das schrieb Friedrich Merz wörtlich. Das sind wohlwollende Worte, das gefällt mir sehr gut. Dann berichtet das Manager-Magazin, dass der Westen heimlich Öl kauft und auf hoher See von russischen Öltankern in Öltanker, die aus Saudi-Arabien kommen, umfüllt. Ja, es wird heimlich gemacht. Also offiziell heißt das, wir nehmen kein Öl, aber inoffiziell nehmen wir es. Freunde, stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Die Sanktionen gegen Russland wirken. Laut Wirtschaftsexperten steht Deutschland kurz vor der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Wirtschaftskrise, Wirtschaftskrise. Das sind so Worte. So. Fido, Apple, Google und Microsoft kündigen das Ende des Passworts an. Freunde, wo das lang geht, wissen wir. Schön. Und jetzt kommt der Knaller. Ich zeige euch jetzt ein Mäuschen, ein Mädchen. Hier, ein Fräulein. Hier, schaut mal. Sie wünschte, meine Mutter hätte mich abgetrieben. Ja. Mit einer schönen Aha-Maske im Gesicht. Böse Zungen sagen, ja, da bist du nicht die Einzige. Aber gut, okay. So, Naomi Seibt ist krank, das gefällt mir nicht. Naomi Seibt, ich und unsere Gemeinschaft wünscht dir gute Besserung. Wer ist Naomi Seibt? Das ist eine ganz große junge YouTuberin, die auf dem rechten Weg ist und rechtsstaatlich. Trotz allem wünschen wir ihr gute Besserung. Bitte werd schnell wieder gesund. Wir senden dir gute Energie. Mannheim, mutmaßliche Opfer vom übermäßigen Polizeigewalt, bla bla bla, rief nach Anwalt und Richter nach meinen Erkenntnissen. Aha. Nach Angaben der Polizei war er angeblich suizidgefährdet. Wie das wohl zusammenpasst? Die Polizeiführung gibt sich verdächtig zugeknöpft beim Zeitpunkt des Todes und ob das mutmaßliche Opfer vom Polizeigewalt noch auf der Straße verstarb. Ein Bericht von der Polizeipressekonferenz am 4.5. ergibt, dass stattdessen ganz im Gegenteil intensiv mit inzwischen 150 eingeleiteten Strafverfahren gegen Bürger ermittelt wird, die sich mit Kommentaren in Bezug auf den mutmaßlichen Prügelpolizisten nicht zurückhalten konnten. Freunde, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Wenn die Polizei in unserem Land etwas macht, dann ist das immer gut. Punkt, aus, Ende. Das wird nicht kritisiert. Kann dann wohl nicht wahr sein. Gefällt mir überhaupt nicht. So. Freiheitsenergien, es geht weiter. 370 Hektar Baumbestand sollen für den Bau eines riesigen Solarparks im brandenburgischen Hohensaaten-Landkreis Märkisch-Oderland gerodet werden. Sehr schön. Also, Freunde, ist doch gut, ja. Bäume, die stehen nur im Weg, ja. Also Bäume, die brauchen Grundwasser, also so Sachen, ja. Können wir viel besser für die Tesla-Fabrik gebrauchen, das Grundwasser, ja, in Brandenburg. Nicht für die Bäume. Gut, die Bäume wandeln CO2 in Sauerstoff, ja. Also eigentlich ist das ganz gut, ja. Aber wir brauchen Solarzellen. Jetzt wandeln wir halt Sonne in Strom und das können wir eigentlich nicht wegschicken, weil die Netze nicht vorhanden sind. Also schicken wir es ins Ausland, wo wir dafür Geld bezahlen müssen, dass wir es hinschicken. Aber es sieht auch gut aus, so ein Solarfeld, ja. Bäume, die sehen immer so unordentlich aus, ja, so rauf und runter und dann mal haben sie Blätter, mal nicht. Also die muss man auch wegfegen, die Blätter, also im Wald jetzt nicht, aber müsste man eigentlich, ja. Also von daher, Solarfeld gut und 370 Hektar. Mein Gott. So, wir bekommen einen Kontergan-Skandal mit dem Faktor 10. Darüber berichte ich lieber auf YouTube. Ich sage mal von Herzen Uwe Berndt Dankeschön. Und das Spitzenpersonal der SPD im Bundestag hat Probleme, in Berlin eine Wohnung zu finden. Kevin Kühnert wohnt in einer Wohngemeinschaft und will da raus seit über einem Jahr und findet keine Wohnung. Was ist denn da los? Freunde, kümmert euch darum, Kevin Kühnert sucht eine Wohnung. Mein Aufruf an euch, bitte kümmert euch darum, dass der Kevin endlich unterkommt. Nicht, dass der noch obdachlos ist, ja? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann hier in Tannröhn bemängelt die FDP, dass Touristen der Stadt fernbleiben, weil es zu viele Menschen mit seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen im Stadtkern gäbe. Dort standen mehrere Immobilien leer, die Diakonie nun für Menschen mit Beeinträchtigung nutzt. Die FDP meint, dass dort jetzt ein Übergewicht an beeinträchtigten Menschen sei und somit nicht von einer guten Durchmischung innerhalb des Quartiers ausgegangen werden kann. Auch blieben die Touristen weg, weil sie den Kontakt mit diesen Menschen scheuen würde.
Belegen kann die FDP das freilich nicht. Eine FDP-Politikerin plädiert dafür, dass diese Wohngruppen außerhalb der Kernstadt eingerichtet werden. Ja, Freunde, das nennt man Toleranz und Inklusion bei der FDP. Grüße gehen raus auch an die Marie Agnes Strack-Zimmermann, ja. So, Lufthansa Group confirmed that 18.000 flights have been flown empty to keep airport slots. Also Lufthansa hat bestätigt, dass 18.000 Flüge leer geflogen wurden, um die Start- und Landeslots nicht zu verlieren. Ja, Stichwort CO2. Ist doch schön, oder? Gesundheitsministerium bezichtigt Impfopfer der Lüge. Ja, stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Und dann haben wir hier, das kann ich hier nicht vorlesen. Das kann ich nur auf YouTube vorlesen. Also, ja. Einem Staat, der von Linksextremisten unterwandert wurde, der keine unabhängige Staatsanwaltschaft hat, der Zahlen manipulieren lässt, der Verfassungsschutz gegen die Opposition instrumentalisiert, mit Banken korrupte Geschäfte macht, glaube ich kein Wort mehr. Markus Roscher schreibt das. Ich kenne den Mann nicht und ich sage ihm, schwören Sie ab. Ja, also auf unseren Staat trifft das definitiv nicht zu. Was auf unseren Staat zutrifft, wir machen das Kanzleramt schöner. Es wird mal Großreinemachen gemacht und renoviert. Und Freunde, ha, laut BZ, wobei BZ kann man eigentlich auch nicht mehr sagen. Ja, hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Z, das ist eigentlich, also die Berliner Zeitung, sagt, sie bauen es wirklich. Monster-Kanzleramt für 600 Millionen Euro. Ist das schön? Ja, Jutta Ditfurt sagt, ich hatte 3 Abtreibungen und eine Fehlgeburt. Bei der Fehlgeburt, die mich in italienischen Bergen erwischt, rettete mich eine alte Antifaschistin mit ihrem Spritzbesteck aus Partisanenzeiten. So, sehr schön. Und dann redet sie noch über ihre anderen Abtreibung. Das gefällt uns. Ja, das ist launig. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Böse Zungen sagen, ja, man könnte ja vielleicht auch ein Kondom benutzen oder möglicherweise andere Möglichkeiten zur Verhütung. Aber mein Gott, ja, ganz böse Zungen sagen, eigentlich verhütet die Frau doch. Nein, das kann ich nur auf YouTube sagen. So, hier schreibt Matthias, wenn er die Adresse von Boris Becker hätte, würde er ihm schreiben. Und er sagt, im Jahr 2019 haben 40 demokratische Abgeordnete in den USA einen Antrag eingebracht, die Azov-Regimenter als terroristische Organisation einzustufen. Ja, das war 2019, jetzt haben wir 2022. So, ich möchte mal ganz herzlich Martin Kohlrautz Danke sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Martin. So, Burnout wegen Klimaangst. Ich muss mir immer wieder sagen, alles ist okay. Ich muss nicht alles allein schaffen. Ich kann das Klima nicht allein retten. Und das sagt Klimaaktivistin Sophia Morat gegenüber Watson. Ja, ja, Sophia, ich würde sagen, gute Besserung. Ja, und du bist nicht alleine. Wir retten alle das Klima. Unter anderem mit Unterstützung der 18.000 Leerflüge der Lufthansa. Ja, und natürlich auch der 370 Hektar gerodeten Waldes in Brandenburg. Wir retten das Klima, wir sind an deiner Seite. Ja, schön. Also ich finde, das war jetzt für einen Weichspüler nicht zu lang, nicht zu kurz, oder? Ja, für einen Freitag. Was sagst du? Akkurat. Ja, Martinachen sagt akkurat. Und Bettina, das Buch hier, Bettina, das Buch ist, geht heute ins Postamt, geht raus hier, wollte ich nur sagen. So Insider-Informationen, Freunde. Jetzt befragen wir das Orakel. Wenn die Stimme des Herrn zu uns spricht, dann wird alles gut. Wir gucken mal nach. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening. Hope you enjoy our show tonight. Immer wieder schön, Freunde. Ihr seht, es wird alles gut. Nicht nur Naomi Seibt, sondern alle anderen, die jetzt gerade krank sind oder im Krankenhaus, wünsche ich gute Besserung. Freunde, wir alle, unsere Gemeinschaft, sendet gute Energie zu allen, die jetzt gerade nicht gut drauf sind oder krank sind. Denn wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Freunde, vielen Dank, dass ihr bis jetzt geschaut habt. Danke für eure Kommentare, für eure Daumen hoch, fürs Teilen. Danke für eure Unterstützung, denn meine Arbeit lebt von eurer Unterstützung. Ich hänge mal PayPal-Konto wie immer hier runter. Auch das Buch zur Sendung und alle anderen Links zu den Kanälen. Jetzt schleicht sich gerade Martina an. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe es da schleicht sie sich an. Ja. Ach, Freunde, ich grüße euch vom Bruno, Kevin, Jerome und meiner Frau. Martina, die im Hintergrund jetzt gleich die Kamera ausmacht und mich damit massiv entlastet. Ist doch anstrengend. Kamera an, Kamera aus ist anstrengend. Aber sie packt mit an, wo sie kann. Ja, so. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich, Robert Götz, hab euch lieb. Ich auch.